One-Way-Tunnel in Island sind gewöhnungsbedürftig. Mit unserem kleinen Womo. Es gibt aber genügend Ausweichen. Heute werden wir mit Raumwetter belohnt und legen zahlreiche Stopps ein. Einer davon ist Dalvik, der kleine, verträumte Fischerort mit knapp 1400 Einwohnern. Frühjahr ist Balzzeit. Die lebhaften Odinshühnchen sind kaum zu bindigen und äußerst quirlig. Das lässt die Kriegende ziemlich kalt. Unser Tagesziel Siglufjörður erreichen wir schon am frühen Nachmittag. Diese Stadt ist gleichzeitig die nördlichste Islands und hat Charme. Relativ weit weg von der Ringstraße, entsprechend wenig Touris. Das eigentliche Highlight ist das Heringsmuseum und bei Regenwetter sicher einen Besuch wert. Bei stahlblauem Himmel ziehen wir aber Natur live vor. Bestens getarnt und kaum zu entdecken. Die brütende Eiderente. Uferschnepfen stehen mittlerweile auf der roten Liste der bedrohten Arten. In Island haben wir sie noch recht häufig angetroffen. Es zieht uns weiter westwärts.
Sauda Gurkha konnte uns nicht überzeugen. Also weiter. Skagastrund erreichen wir gegen Abend. Immer wieder auffällig, die futuristischen Kirchenneubauten. Der Campingplatz gefällt uns. Hier bleiben wir die Nacht.